Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung meines Informatik 1 Projekts. Die Aufgabe war es, etwas aus dem Haus zu automatisieren. Ich habe mich dazu entschlossen, etwas zu verbessern, was mich schon seit langem stört. Immer wenn ich in meinen Keller gehe, muss ich von Hand meine LED-Leiste einschalten, was leider sehr aufwendig ist, da die Steckdose in einem sehr ungünstigen Winkel liegt. Also habe ich mir überlegt, wie ich das verbessern könnte. Meine Idee war es, anstelle eines Schalters eine Funksteckdose zu benutzen. Jetzt kann ich einfach mit Hilfe von der Fernbedienung das Licht an- und ausschalten. Allerdings war mir das immer noch etwas zu aufwendig. Also habe ich weiter überlegt, wie sich die Steckdose vielleicht doch noch anders steuern lässt. Nach langem Hin und Her überlegen bin ich schließlich auf die Idee gekommen, ein Gerät zu bauen, welches erkennen kann, wenn jemand den Raum betritt und wenn er ihn wieder verlässt. Und dann vollautomatisch das Licht an- bzw. wieder ausschaltet. Dies ist die Schaltung, die ich hierfür gebaut habe. In Fritzing sieht sie so aus. Verbaut sind ein ESP32, ein 433 MHz Empfänger, ein 433 MHz Sender sowie ein Infrarot-Bewegungssensor. Für die Steckverbindung habe ich drei verschiedene Farben benutzt: Rot für die Versorgungsspannung, Blau für die Masse und Grün für die Datenübertragung. Alle Geräte benötigen eine Versorgungsspannung von 5 Volt. Die rote Stromleiste des Steckbretts wird deswegen mit dem 5-Volt-Pin und die blaue mit dem Masse-Pin vom ESP32 verbunden. Die Geräte habe ich ebenfalls mit dieser Stromleiste verbunden. Die Datenpins der jeweiligen Geräte werden wiederum mit den grünen Kabeln an den ESP32 angeschlossen. Dabei hängt der Empfänger an dem GPIO 27, der Sender am GPIO 26 und der Bewegungsmelder am GPIO 25. Bevor wir zum eigentlichen Code kommen, müssen wir zuerst herausfinden, welche Daten beim Drücken der An- bzw. Ausschaltetaste auf der Fernbedienung übertragen werden. Den hierfür benötigten Code für das Modell der Steckdose, welche ich benutze, habe ich unter der oben genannten Quelle gefunden. Wenn man diesen Code laufen lässt, wird mit Hilfe des 433 MHz Empfängers nach Funksignalen gesucht. Betätigt man nun nacheinander die Einschaltetaste und die Ausschaltetaste auf der Fernbedienung der Steckdose, liest das Programm die übertragenen Daten mit und gibt sie uns auf dem seriellen Monitor aus. Ich habe hier die relevanten Teile der Ausgabe als Kommentar mit eingefügt. Das sind das Signal als Dezimalfolge, das Signal als Binärfolge sowie die Dauer der Datenübertragung. Wirklich benötigt für den Code am Ende wird jedoch nur die jeweilige Binärfolge. Jetzt, wo wir die benötigten Informationen besitzen, kommen wir zum eigentlichen Code. Schauen wir uns jetzt den Code an, den ich für das Projekt geschrieben habe. Zuerst binde ich die Header-Datei aus der Bibliothek RC-Switch mit ein und definiere den Pin 25, an welchem der Bewegungsmelder angeschlossen ist, als Signal-Pin. In der Konstante Interval wird gespeichert, wie lange das Programm auf eine Bewegung warten soll, bevor die Steckdose ausgeschaltet wird. Im Folgenden werden einige weitere Variablen initialisiert, welche für die Messung dieser Zeit benötigt werden. Die boolesche Variable Steckdose on speichert den aktuellen Status der Steckdose, entweder an oder aus. Im Setup wird zuerst der Pin 26 als Sendepin festgelegt und danach der oben definierte Signal-Pin als Input-Schnittstelle zwischen dem ESP und dem Bewegungsmelder gestartet. Da der Bewegungsmelder beim Wahrnehmen einer Bewegung ein High-Signal in Höhe von 3,3 Volt und ansonsten 0 Volt ausgibt, versehen wir diesen Pin zur Sicherheit zusätzlich mit einem internen Pulldown. Im Loop lesen wir zuerst die aktuelle Laufzeit der Funktion Millis aus. Danach wird überprüft, ob am Signal-Pin gerade ein High-Signal anliegt, also ob gerade eine Bewegung wahrgenommen wird. Ist dies der Fall, werden die Variable Previous Millis der Variablen Current Millis gleichgesetzt. Der Intervall wird also neu gestartet damit. Anschließend wird geschaut, ob die Steckdose geradeaus ist und wenn ja, die vorher bestimmte Bitfolge zum Einschalten der Steckdose gesendet und Steckdose on wird auf True gesetzt. Anschließend wird das Programm mit einem Delay um ca. 9 Sekunden verzögert, da der Bewegungsmelder ca. 8,5 Sekunden braucht, um nach einem positiven Signal wieder aufnahmefähig zu sein. Ist die erste If-Bedingung jedoch nicht erfüllt, also wird gerade keine Bewegung wahrgenommen, wird überprüft, ob der am Anfang bestimmte Intervall bereits vorüber ist. Wenn ja, wird anschließend überprüft, ob die Steckdose gerade an ist. Falls dann dies wiederum wahr ist, wird die Bitfolge zum Ausschalten gesendet und Steckdose on wird auf False gesetzt. Es wird danach wieder 9 Sekunden gewartet. Am Ende des Loops wird noch einmal um eine Sekunde verzögert, weil ca. ein Durchlauf des ganzen Codes, also eine Überprüfung auf Bewegung pro Sekunde, für unseren Zweck völlig ausreicht. Hier ist mein Projekt in Aktion. Sobald ich den Raum betrete, nimmt der Bewegungsmelder das wahr und das Licht geht an.
Sobald ich den Raum wieder verlassen habe, dauert es ca. 40 Sekunden, bis das Licht wieder ausgeht. Das war mein Informatik 1 Projekt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen.